auch heute eine Legung für dich. Und zwar, ich bringe die Keeper-Karten mit, denn ich habe mit diesen Karten schon seit längerem nicht gelegt. Lass uns schauen, was dir die Keeper-Karten sagen wollen. Das sind die schönen von der Kiro Marchetti. Ja, so, lass uns... Oh, ist wieder eine Karte runtergefallen. Lass uns nochmal in der Karten schauen. Ich gehe sie gleich holen. Ich war noch gar nicht fertig. Oh, Beschäftigung, das heißt, dein Seelenpartner ist momentan beschäftigt. Also es kann sein, wirklich, dass du, wo habe ich das denn? Ah, da hinten ist die Karte. Ja, und wisst ihr, welche Karte gefallen ist? Das glaubt ihr mir nicht. Das glaubt ihr mir nicht, hier die Ehestandskarte. Wenn das kein guter Omen ist, dann weiß ich es auch nicht. Schau dir das doch mal an. Das war jetzt runtergefallen. Vielleicht hast du auch für ihn diese Beltane-Ritual zukommen lassen, ja? Oder warst du auch dabei? Also, ich nehme jetzt hier, warte, ist richtig beschäftigt, er macht sich auf den Weg, denn es geht hier um Gemeinschaft, es geht um Ehestandskarte hier, und zwar offiziell. Also es kann sein, dass du wirklich dabei warst, wenn du da nicht dabei warst. Schau dir die Rituale im Mai an. Finde für dich passenden Ritual, denn meine liebe Kollegin, die Silvia Gröbel, hat ausgerechnet, an welche Tage welches Ritual am besten ist. Und am 3., also morgen, gibt es auch eine Leidenschaft-Ritual. Also da werde ich, also Venus im Widder haben wir, also damit das auch wirklich hier in der Gemeinschaft mit euch kommt. Also Leidenschaftsritual, wollt ihr gar nicht wissen, wie ich das mache. Wahnsinn! Also es geht wirklich darum, zu hohen Ehren zu kommen. Und wie ich erwähnte, bei dem Ritual nehme ich nur maximal 7 Personen, also 7 Teilnehmer maximal an. Es geht um die ferne Horizonte, also dein Seelenpartner. Entweder ist er in der Ferne Horizonte, also weit weg von dir, oder er hat starke Sehnsucht und möchte also zu hohen Ehren mit dir kommen. Und er hat auch dich in seinen Gedanken. Und ich sehe hier schon innerhalb 4 Wochen große Veränderungen, denn er ist total beunruhigt jetzt. Und ich nehme jetzt hier, war der kleine Kind, steht immer für den Neuanfang. Wenn ihr jetzt an den Neuanfang denkt, vielleicht hast du wirklich auch ein Ritual machen lassen und das wirkt jetzt. Ich nehme jetzt hier wahr, dass er total verzweifelt ist und wünscht es sich unverhofft, dass er sich zum Fülle, zum Besseren wenden kann. Er macht sich Gedanken und er will auf dich zukommen mit einem Brief. Er hofft auf Erfüllung, er hofft auf die Fülle, denn er ist total in Armut und Armut und Diebstahl. Vielleicht hast du dich auch zurückgezogen von ihm offiziell, aber er hofft noch wirklich auf dem Liebesglück mit dir. Ja, also gerne zelebriere auch diesen, wie gesagt, auch dieses Ritual. Also ich freue mich total auf dich, ja. Und wenn natürlich alles ausgebucht ist, dann nehme ich auch keinen mehr an, dann kannst du halt bei dem Nächsten dabei sein. Beachte auch bitte bei dem Jüngeren oder bei den Älteren, wann genau die richtigen Tage für dich sind. Also das findest du auch wirklich, wie gesagt, in der Infobox. Er macht sich auf der Reise, der Herr. Also wie cool ist das? Er macht sich auf der Reise. Ja, ich hoffe zu dir. Guck mal, der gute junge Mann macht sich zu dir. Und er wägt es noch ab, also er möchte in der Erwägung ziehen bestimmte Dinge. Also er hat hier wirklich viel Mühe und viel, viel, viel Arbeit noch vor sich. Unterstütze ihn, also wie gesagt, sehr gerne dabei. Was ist das dann? Wartet mal. So, jetzt fokussiert die Kamera. So, jetzt. Sekunde. So, es geht wirklich darum, der ist noch sehr beschäftigt.
hier der Herzensmann. Also er arbeitet wirklich daran, etwas wirklich in Erwägung zu ziehen. Er arbeitet wirklich daran. Und ich nehme das jetzt hier auch wirklich wahr, dass, ja, klar, soll er ja auch arbeiten daran, damit das auch hier zu feste Partnerschaft kommen kann. Und auch zur Gemeinschaft. 6, 7, 8 legen wir auf. Das wird auch noch ein langer Weg sein, ja? Klar. So, ich sehe hier auf jeden Fall die ferne Horizonte. Wie gesagt, entweder ist er selber. Was ist mit meiner Kamera los? So, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt klappt es. Also neu gestartet, wie ihr seht. Also wird ja auch sehr viel beansprucht auf meine Kamera, wie ihr seht. Also ich habe schon viele, viele Videos für euch gemacht. Ja, was ihr jetzt hier generell seht. Jo. So, wir schauen jetzt, was jetzt bei deinem Herzensmenschen so gerade der Fall ist. Ja? Was ist denn hier der Fall? So. Wir legen das ja jetzt aus und da haben wir einen tollen Einblick hier, was dabei passiert, und du kannst es schon mal für morgen vormerken. Ja, für morgen kannst du schon mal vormerken. Und, ja, habe ich gesagt, für den dritten und auch für morgen ist, startet auch mit der Eibe das Seminar Entdecke deine Bestimmung. Du hast noch die letzte Möglichkeit, dich dazu anzumelden. Also am 3. dafür sende ich den letzten Link. Sei dabei, wenn du deine Bestimmung finden möchtest. Es sind tolle Techniken. Melde dich einfach bei mir. Wir freuen uns auf dich. Und ja, so schnell machen wir auch jetzt nicht das nochmal, sondern wirklich, das ist jetzt eine einmalige Chance, mit diesen tollen Methoden einfach dabei zu sein, ja? So, da sind wir ja schon dabei. Mhm. Ach, der Herzensmann ist hier ganz unten. Schau mal, wir haben 5 Karten als Überschrift. Also wir haben die Todesfall, also das heißt eine Transformation. Geschenk bekommen heißt, also durch die Transformation, das wird ein Geschenk für dich und du kommst in deine, ja, Füllebewusstsein, in deine Strahlkraft als gute Dame, und es wird alles, also die Rechtsprechung zeigt sich auch hier für dich, also sind, finde ich auch positiv, kommt alles in der Gerechtigkeit, also kommt alles in der Gerechtigkeit, ja, und ja, das ist doch schon mal wirklich, wirklich positiv. Schau dir das doch mal an. Also, er guckt in Veränderung. Das sind seine ersten Schritte. Das ist wie wenn ein Baby laufen lernt. Wie cool ist das? In seinem Unterbewusstsein sehe ich also seine Gedanken. Er möchte sich aus diesem Gefängnis befreien, vielleicht aus dem falschen Umgebung sich zu befreien, in seinem Unterbewusstsein, wenn er daran denkt, ja, also er will unbedingt auf dich zukommen, er will unbedingt, ja, diese Krankheitskarte zeigt es ihm, dass er so richtig, richtig fertig macht, wenn er daran denkt, also er möchte sich dir also auf jeden Fall annähern. Und das finde ich also großartig, ja, weil warum soll er sich denn nicht annähern? Das ist, wenn der diese Gefühle hat. Der soll das doch endlich, wirklich endlich zulassen und soll sich endlich dafür auch öffnen, dass er seine Gefühle lebt. Aber das hat auch ein Stück weit auch mit dir zu tun, denn vielleicht hast du auch wirklich dadurch, hast du auch... ja, hast du auch eine große Rolle hier gespielt. Vielleicht denkst du auch, hast du unruhigende Gedanken, also beunruhigende Gedanken. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, weil du einen Brief erwartest von ihm, was auch eintreffen wird innerhalb 4 Wochen. Wichtig wäre für dich, diese mangelnden Gedanken loszulassen und erwarte mit Freude hier das große Glück. Also ich sehe hier, das große Glück wird zu dir kommen, also sei dir dessen bewusst.
Also es wird unverhofft sich wenden und deine Verzweiflung wird in Richtung offizielle Neuanfang und Liebesglück bringen. Wichtig ist, deine Gedanken darauf zu richten, was alles möglich ist, was du alles haben willst, was du alles erreichen kannst. Und wie gesagt, die fernen Horizonte, ja, kommen dann ein Stück weit näher zu dir. Ja, denn das sind die ersten Schritte seinerseits in deine Richtung und das ist positiv. Und wenn du dir das schon vormerken kannst und sagst, ja, also ich mag das jetzt schon mal ein bisschen gerne unterstützen und ihm auch wirklich einen Schub geben, ja, schau dir doch mal an. Wir haben auch ein karmisches Ritual. Das ist dann an dem 4. Mai, der karmische Ritual. Also Rituale führst du immer um 22.22 Uhr bis 22.44 Uhr durch, denn das wird ein Elixier-Ritual, richtig eine Elixier. Ich habe ganz besondere edle Tropfen da, was ich euch mische. Und auf jeden Fall wird das auch ein karmischer Ritual, diese Venus-Lilith, karmisch, also heißt, also die verborgene weibliche Kraft. Oder du nimmst diesen 3-Tages-Ritual, wenn du einen jüngeren Partner hast. Wenn der jünger ist, würde ich dir das empfehlen. Oder halt, ja, guckst du, ob du jetzt diesen Energieritual nimmst, ja. Also da wird auch viel mit Energieheilung auch gearbeitet. Ja, kannst ja mal rein vorbeischauen, was es da alles gibt jetzt hier. Also auf jeden Fall auch eine Blockadenlösung wird in diesem Monat geben. Magisches Ritual wird in diesem Monat geben. Und auch eine, ja, auch eine Rosenritual. Die Liebe fördern Duft und Rosenritual. Wow, wunderbar. Also ich sehe hier schon, also der lange Weg bahnt sich hier zu dir an. Also es wird eine feste Partnerschaft aus diesem Ganzen, das ist die erste Schritte in deine Richtung. Er ist beschäftigt und hat Mühe, wie er das macht. Also kann auch schon sein, dass er schon nach Bahnticket geschaut hat oder vielleicht auch nach Flug sich erkundigt hat. Also ich sehe hier schon auch offiziell, dass er hier schon Ticket vielleicht in der Hand hat. Also es kann sein wirklich, dass ihr vom Weiteren entfernt seid. Und bei dem heutigen Spritpreis ist das auch kein Wunder, vielleicht auch wenn er mit der Bahn anreist. Also ich sehe hier schon eine super gute Entwicklung. Also um dich sind die Liebesgedanken da, offiziell in deinen Gedanken. Also alles, was hier so negativ ist, ist es wichtig, dass du es loslässt, damit das auch was werden kann. So, meine Lieben, ich freue mich auf euch. Ich sage bis bald und tschüss. Danke.